Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Liebesplanet Venus wird ab dem 7. März in einen sehr vorteilhaften Aspekt zu eurer Sonne gehen. Zwillinge-Singles dürfen sich auf einen Monat voller Flirtchancen freuen. In euren festen Beziehungen kann es zu kniffligen Situationen kommen. Falls ihr also Beratungsbedarf habt, meldet euch gerne bei mir. Auf meiner Homepage könnt ihr euch eure Wunschberatung direkt aussuchen und auch gleich buchen. Ich verlinke das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung gibt es noch mal eins meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen. Das lohnt sich noch, denn der größte Teil des Jahres liegt noch vor uns. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Eure langfristigen Tendenzen habe ich im Jahreshoroskop Teil 1 ausführlich beschrieben und die gelten auch im März. Bei Bedarf schaut doch nochmal in das Video rein oder ihr könnt das natürlich auch im Buch nachschlagen. Bei den Geburtstagskindern ändert sich auch für die langsam laufenden Planeten erstmal nichts. Und so stehen eure aktuellen Konstellationen im März. Die persönlichen Planeten bilden herausfordernde Aspekte zu euch. Die Sonne in den Fischen für die zweite Dekade, die Venus und der Merkur ebenfalls in den Fischen für die dritte Dekade, Neptun auch für die zweite Dekade, das wisst ihr ja aus dem Jahreshoroskop. Sie stehen in eurem Sonnenhaus der Karriere und zeigen, dass ihr beruflich gut zu tun habt. Weil die Venus dabei ist, könnt ihr wahrscheinlich auch einige Pluspunkte sammeln, besonders wenn es euch gelingt, eurem Chef, der nicht so recht zu wissen scheint, was er will, die Wünsche von den Augen abzulesen. Allerdings fordert euch auch der Mars in eurem Partnerhaus noch heraus, und zwar bis zum 17. März, vor allem die dritte Dekade. Es liegt also ein gewisses Knistern für euch in der Luft. Für Singles kann das zum Beispiel die Flirtchancen deutlich erhöhen. Generell solltet ihr aber vorsichtig sein, das habe ich ja schon im Februar gesagt, wenn es um Flirts oder Liebeleien geht, die mit eurem Berufsleben zu tun haben. Das kann zu Irritationen führen und auch zu Missverständnissen. Und das würde euch dann beruflich schaden. Also Vorsicht. Der Vollmond in der Nacht zum Freitag, den 2. März, wirft ein Schlaglicht auf diese Spannung. Wenn ihr also unvorsichtig herumgeflirtet habt, dann kann es rund um den Vollmond zu einem Eklat kommen. Die Sterne zeigen auch, dass ihr einen besonders guten Draht zu euren Kollegen habt. Nicht, dass da jemand so etwas als Annäherungsversuch missversteht. Am besten, ihr seid einfach ein bisschen vorsichtig und haltet den Ball flach, solange ihr euch einer Sache nicht ganz sicher seid und noch nicht klar ist, ob ihr der anderen Person wirklich vertrauen könnt. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass ihr weiterhin einen Aspekt mit Neptun hat, der generell eine erhöhte Gefahr zu Täuschungen und Illusionen in der Liebe anzeigt. Es kann also auch sein, dass ihr falsche Signale aussendet und eine gewisse Verwirrung auslöst. Und da kann sich dann auch jemand drüber ärgern und dann droht ein gewisser Stress. Ab dem 6. März löst sich diese Spannung etwas, weil dann euer Herrscherplanet Merkur in den Widder geht, gefolgt von der Venus am 7. März. Und damit stehen diese beiden wichtigen Planeten in einem sehr günstigen Aspekt zur Zwillingesonne. Das gilt zunächst für die erste Dekade. Am 16. März geht dann die Venus für den Rest des Monats in die zweite Dekade. Der Mars sorgt aber noch weiter für Konfliktstoff in eurem Partnerhaus. Am 8. März sehe ich einen Top-Tag für euch, denn der Mond wird sich dann harmonisch mit der Venus verbinden. Das ist sehr schön für freundschaftliche Kontakte und auch für eine neue Begegnung. Und die kann sogar ziemlich aufregend und erfrischend ausfallen. Der Neumond am 17. März fällt in euer 10. Sonnenhaus der Karriere und steht auch günstig zum Jupiter, der bei euch im Haus des Jobs steht. Ihr könnt also günstige neue Impulse setzen für euer Weiterkommen, für Verbesserungen am Arbeitsplatz und vielleicht sogar für die Heilung einer heiklen Arbeitssituation. Darüber könnt ihr ja zu Neumond mal meditieren. Besonders schön ist diese Konstellation, wenn ihr in einem helfenden oder heilenden oder gesundheitsorientierten Beruf unterwegs seid. Ebenfalls am 17. März, etwas später am Abend, wechselt auch der Mars das Zeichen. Er geht in den Steinbock und damit aus dem direkten Spannungsaspekt zur Zwillinge-Sonne heraus. Doch er geht ja dann in euer 8. Sonnenhaus und das kann Konflikte in euren festen Beziehungen anzeigen. Zum Glück steht die Venus günstig zu eurer Sonne, sodass ihr Rat und Hilfe bei euren guten Freunden bekommt. Für Singles gibt es am 17. und 18. März sogar zwei Top-Tage, denn die Venus verbindet sich mit dem Mondknoten und das wirkt beziehungsstiftend. Da das ja ein Wochenende ist, solltet ihr mit euren Freunden zusammen ausgehen. Dabei könnt ihr gut neue Leute kennenlernen.
Am 20. März um 17.15 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Widder, auch in einen günstigen Aspekt zur Zwillinge-Sonne. Und das bedeutet, dass ihr viel Energie in eure Freundschaften und in euren großen Bekanntenkreis hineinbekommt, wo ihr dann auch Spaß haben wollt. Dummerweise wird der Merkur am 23. rückläufig und das ist ja euer Herrscherplanet. Und deswegen ist das für euch auch sehr wichtig. Diese Phase geht dann bis zum 15. April. Und das Ganze passiert auch im Zeichen Widder in eurem Haus der Freunde. Und das kann bedeuten, dass es zu Missverständnissen kommt oder dass sich Pläne wieder ändern. Jemand macht einen Rückzieher, vielleicht seid ihr das auch selbst. Man verpasst Verabredungen, Nachrichten kommen nicht an und so weiter. Das kennt ihr ja schon. Deshalb müsst ihr generell in der zweiten Monatshälfte ein bisschen auf eure Beziehungen aufpassen. Die Sterne zeigen Konflikte an zwischen Freundschaften und der festen Beziehung. Nicht, dass ihr mit einem guten Freund anbandelt, obwohl ihr liiert seid. Vielleicht brauchen aber auch eure Freunde jetzt euren Rat und eure Hilfe und ihr setzt euch da sehr stark ein und das führt dazu, dass euer Liebster sich vernachlässigt fühlt. Ihr seid jetzt im Freundeskreis sehr populär und fühlt euch womöglich durch den Partner so ein bisschen eingeengt oder unverstanden. Es kann schwierig werden, Freundschaften und die feste Beziehung unter einen Hut zu bringen. Vielleicht trennt ihr das einfach beides gut voneinander, aber gebt eurem Schatz nicht das Gefühl, dass er euch weniger wichtig ist. Es besteht einfach die Gefahr, dass Gefühle verletzt werden und dass entweder eine Freundschaft oder eure Partnerschaft darunter leidet, wenn ihr jetzt nicht sehr diplomatisch vorgeht. Und der rückläufige Merkur trägt natürlich dazu bei, dass man nicht immer so verstanden wird, wie man es gemeint hat. Auch der zweite Vollmond im März, der fällt auf den Ostersamstag, den 31., kann eventuell noch mal etwas Stress bringen. Er steht zwar harmonisch zur Zwillinge-Sonne, aber es kann Probleme mit Missverständnissen und Planänderungen geben. Bleibt einfach locker. Anfang April entspannen sich die Aspekte wieder und auch eure feste Beziehung bekommt dann wieder Auftrieb und schöne kosmische Einflüsse. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.